Viele von uns waren nicht damit einverstanden, sich mit einem mRNA-Covid-19-Impfstoff impfen zu lassen. Und das aus berechtigten Gründen. Nicht nur, weil es eine neue Art von Impfung ist, sondern auch, weil keine Langzeitstudien vorliegen. Zudem hat sich mittlerweile auch bestätigt, was viele befürchtet haben, Langzeitschäden bis hin zu Todesfällen. In Österreich, aber auch in Deutschland, werden bereits Renten an Geschädigte ausgezahlt. Ein Arzt, der einer der Miterfinder des mRNA-Impfstoffverfahrens ist, schreibt in einem Artikel, dass die gleichen Unternehmen, welche einen mRNA-Impfstoff für Menschen entwickelt haben, sich auch der Aufgabe gewidmet haben, mRNA-Impfstoffe für Tiere zu entwickeln. Er nimmt dabei Bezug auf folgenden Artikel. Bayer kooperiert mit BioNTech zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und Arzneimitteln für die Tiergesundheit. Man beachte das Datum 2016. Bayer wird mit BioNTech zusammenarbeiten, um neuartige erstklassige mRNA-Impfstoffe und Therapeutika für Tiergesundheitsindikationen zu entwickeln. Bayer hat zugestimmt, sich die exklusiven Rechte an der mRNA-Technologie und den geistigen Eigentum von BioNTech für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen für Anwendungen in der Tiergesundheit zu sichern. Die Unternehmen sagten, ihre Partnerschaft sei die erste ihrer Art, die sich auf die Entwicklung von mRNA-Therapeutika speziell für Anwendungen in der Tiergesundheit konzentriert. Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten stehen im Mittelpunkt einer der drei Therapieplattformen, die BioNTech durch mRNA-Technologien aufbaut. Die anderen beiden sind Krebs-Immuntherapien und Proteinersatz. Die drei Plattformen sind darauf ausgelegt, RNA für die gezielte In-vivo-Verabreichung zu produzieren. Das bedeutet, dass Bayer und BioNTech schon seit über 6 Jahren an mRNA-Impfstoffen für Nutz- und Haustiere arbeitet. Die Unterstützung, die sie benötigen, um den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen durch Schweinekrankheiten direkt zu begegnen. Bekämpfen Sie aktuell und zukünftige Schweinekrankheiten mit Sequivity von Merck Animal Health. Sequivity ist eine revolutionäre Schweineimpfstoffplattform, die RNA-Partikeltechnologie nutzt. Merck verkaufe bereits mRNA-Impfstoffe für Schweine, und zwar als kundenspezifische, verschreibungspflichtige Impfstoffe. Da müsste man sich die Frage stellen, wenn es doch so eine gute Sache ist und gegen all diese Krankheiten bei Schweinen hilft, weshalb verschreibungspflichtig? Ist es dann doch etwas zu gefährlich? Wie auch immer. Tatsache ist, diese Art von Impfstoffen sind bereits im Gebrauch. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ja bei Schweinen. Und natürlich essen wir als 7. Tags-Adventisten kein Schwein. Aber denkst du nicht, wenn sie es bei Schweinen tun können, dann werden sie es auch bei anderen Tieren versuchen? Auch bei solchen, die sonst auf dem Teller landen? Unter anderem zitiert dieser Arzt in dem Artikel von der Iowa State University, die an einem mRNA-Impfstoff für Kühe arbeitet. Auf deren Webseite schreiben sie Folgendes. Wir werden ein von uns entwickeltes neuartiges mRNA-Impfstoffsystem testen, das den Preis für Nutztiere erheblich senkt und zu thermostabileren Transkripten führen kann, die mit der Impfung auf dem Bauernhof kompatibel sind. Wir gehen davon aus, die Wirksamkeit der Impfstoffplattform zunächst an Mäusen als Proof of Principle zu demonstrieren, bevor wir im 2. Jahr auf ein vollständiges Impf- und Challenge-System für Kühe umstellen. Unser übergeordnetes Ziel ist es, ein neuartiges mRNA-System zur Induktion eines immunologischen Schutzes vor einer RSV-Infektion bei Rindern zu testen. Wir nehmen an, dass eine Präfusion fmRNA, die kontinuierlich durch ein Impfstoffimplantat abgegeben wird, zu einer verlängerten und robusten zellulären und Antikörperimmunität führen wird. Sie setzen diese Impfstoffe auch bei Kühen ein. Also wenn meine Ernährung nicht bereits schon jetzt fleischlos wäre, dann wäre spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich langsam Gedanken darüber zu machen, darauf zu verzichten, oder nicht? Gott möchte, dass wir zur ursprünglichen Ernährung zurückkehren. Im Geist der Weissagung lesen wir,
Immer wieder ist mir gezeigt worden, dass Gott versucht, uns Schritt für Schritt zu seinem ursprünglichen Plan zurückzuführen, dass der Mensch sich von den natürlichen Produkten der Erde ernähren soll. Gemüse, Früchte und Getreide sollten unsere Ernährung ausmachen. Nicht ein Gramm Fleisch sollte in unsere Mägen gelangen. Der Verzehr von Fleisch ist unnatürlich. Wir sollen zu Gottes ursprünglicher Absicht bei der Erschaffung des Menschen zurückkehren. Ist es nicht an der Zeit, dass alle darauf hinarbeiten, auf fleischliche Nahrung zu verzichten? Wie können diejenigen, die danach streben, rein geläutert und heilig zu werden, um die Gesellschaft der himmlischen Engel zu haben, weiterhin etwas als Nahrung verwenden, das eine so schädliche Wirkung auf Seele und Körper hat? Wie können sie den Geschöpfen Gottes das Leben nehmen, um das Fleisch als Luxus zu verzehren? Sie sollen viel mehr zu der gesunden und köstlichen Nahrung zurückkehren, die dem Menschen am Anfang gegeben wurde. Bei denen, die auf das Kommen des Herrn warten, wird das Fleischessen schließlich abgeschafft werden. Fleisch wird nicht mehr Teil ihrer Ernährung sein. Wir sollten dieses Ziel immer im Auge behalten und uns bemühen, stetig darauf hinzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass wir mit der Praxis des Fleischessens im Einklang mit dem Licht stehen, das Gott uns gegeben, bereit war. Alle, die mit unseren Gesundheitseinrichtungen zu tun haben, sollten sich vor allem dazu erziehen, sich von Obst, Getreide und Gemüse zu ernähren. Wenn wir uns in diesen Dingen vom Prinzip her bewegen, wenn wir als christliche Reformer unseren eigenen Geschmack schulen und unsere Ernährung nach Gottes Plan ausrichten, dann können wir in dieser Sache einen Einfluss auf andere ausüben, der Gott wohlgefällig sein wird. Vergiss dabei nicht, es ist ein Prozess. Und zwar ein Prozess, bei dem Gott dir zur Seite steht und dich nicht verurteilt, wenn du es nicht von heute auf morgen aufgeben kannst. Wie bei allem, mit dem wir zu kämpfen haben, wollen wir es mit Gottes Hilfe tun. Schritt für Schritt. Möge Gott uns dabei helfen. Ich wünsche euch Gottes Segen.